Yo! Yo, Leute, was geht? Ey, ich bin auch wieder mal wieder live. Oh Mann. Warte kurz, ich muss noch schnell alles vorbereiten. Ich bin noch gar nicht so richtig ready. Ich mache einfach Begrüßung, bin schon gar nicht ready, alles so dumm. Ja, gut, ey Leute. Ah, die Musik. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, allen geht's gut. Ich hoffe, alle haben bis jetzt ja einen schönen Tag gehabt oder generell eine schöne Zeit. Spielt ja eh keine Rolle auf YouTube. Willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Edition. Ey, wir haben letztes Mal sehr viel eigentlich noch erledigt. Wir haben die Wasserroute gemacht, wir haben die fünfte Arena gemacht. Okay, wir haben nicht so viel gemacht. Ja, Mann. Ja, aber wir haben mehrheitlich eigentlich trainiert und sind dann auch bis zu Baumhausen City gegangen. Und da sind wir stehen geblieben. Ja, let's go, Leute. Fangen wir an. Die Musik, jedes Mal, wenn ich raustappe, ist es so unglaublich gut. Er hat leider keine Eisattacke. Ah, doch. Stimmt, wir konnten Eisstrahl holen. Stimmt, das war das Schlauste, was wir gemacht haben. Ja, easy. Okay, gut. Dann machen wir wie gewöhnlich einfach gewöhnlich weiter. Oh Mann, ey. So. Ich muss ein bisschen Platz machen. Ich war eine Woche lang nicht zu Hause. Wegen Arbeit und so. Sieht aus wie ein Saustall einfach. Es ist einfach alles im Weg. Oh Mann, ey. Ich muss dann das irgendwie noch besser machen. So. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal irgendwas gekauft haben. Oh, Hyperbälle wären jetzt verfügbar. Wie viele Belehrer haben wir noch? Ah, okay, wir haben 11. Unser Team ist auch richtig stark. Wir könnten sogar wieder einen Eisstrahl kaufen, sich. Ist so dumm. So. Okay, das reicht fürs Erste. Das ganze Geld behalten wir eigentlich noch. Was ich auch gesehen habe, oder was mir eigentlich noch eingefallen ist. Wir spielen Smaragd Edition, also wir können Rayquaza einfangen und dann ist die Liga auch so einfach. Also wir müssen nur Voltenzo ein bisschen stärker machen, weil Voltenzo in der Kombination mit Rayquaza ist absolut stark. Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwas Spezielles? Okay, ist nicht. Whack. Ha, okay. Okay. Man kann nur Stühle kaufen. Krass. Ah, hier ist das Vogelpokémon. Das fliegt, glaube ich, nach Moosbach City und dann geht man nach Moosbach City und das fliegt wieder zurück. Da bekommt man, glaube ich, irgendwas noch. Oh, das ist also ein Pokédex. Der ist aber wirklich klasse. Oh Junge, der hatte vielleicht interessante Pokémon bei sich. Die waren nicht nur selten, sondern auch ausgesprochen gut trainiert. Er ist bestimmt stärker als die Arena-Leiterin in diesem Ort. Ah, er redet von Troll, wahrscheinlich wegen seltenen Steinen. Wir können eigentlich noch gar nicht in die Arena gehen. Menschen und Pokémon. Ihre
versteckten Kräfte werden durch das Leben in der Natur geweckt. Lass diese alte Frau mal sehen, ob deine versteckten Kräfte erwacht sind. Ich hatte eine Münze in meiner Hand. Nun, in welcher Hand halte ich sie? In der linken oder rechten Hand? Links? Ach, zu schade, das ist falsch. Ich gehe noch mal hin. Oh. Oh, Saskia, please. Oh nein, ich muss alles nachkaufen. Dann mache ich nochmal ein Safe Set. So. Dann haben wir 20 Stück von beiden. Hallo? Tastatur reagiert wieder nicht. Ist hier? Boah, ich muss das unbedingt haben. Ich muss Volbeat haben. Dafür. Hast du ihn gehört? Mein Ruf aus tiefstem Herzen. Nachdem du den gehört hast, tauschst du doch bestimmt dein Volbeat gegen meinen Plusle. Gegen Plusle? Nein. Früher waren die Encounter Rate so mies. Also wirklich tief. Okay. Jetzt will ich wissen, ob es ein Scam ist oder nicht. Rechts. Oh, das stimmt. Versuchen wir es noch einmal. In welcher Hand halte ich die Münze? Links oder rechts? Oh, schon wieder richtig. Probieren wir es noch einmal. In welcher Hand ist die Münze? Nun, in der linken oder rechten Hand? Oh, hervorragend. Deine versteckten Kräfte sind erwacht. Hier, das ist für dich. Wecke damit die versteckten Kräfte deiner Pokémon. What? Kraftreserve. Ah, was? Das hat man früher nur auf diese Weise bekommen. Huh. Warum ich diesen Schirm trage, das verrate ich dir, wenn du mich besiegen kannst. Ich will es gar nicht wissen, please. Lebensschuss. Ey, Swampacks sind so absolutes Tier. Ey, richtig nice. Warte. Schick Gegner Item. Oh. Wow, yo, das ist super. Ich weiß nicht, kann Voltenzo gegen Weimar ankommen? Ah ja, 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 es sollte gehen. Damn, ey, unser Team ist richtig nice. Die Freude ist da. Und Zickzacks ist halt... Stimmt, wir haben ja auch noch Proc als Pokémon. Okay, wir haben Sonderbaum. Okay, sehr nice. Oh, hier sind wieder die Reporter. Egal, wir kämpfen mal. Wird uns no joke besiegen. Let's go. Psychokinese war so dumm, aber ja, egal. Hat gereicht. Ja, easy, geil. Aber, erinnerst du dich? Ja, komm. Ich glaube, aber habe ich gesagt. Center. Können wir überhaupt spielen? Hallo? Mein Pokémon ist stark. Wie sieht es mit deinem aus? Es ist ein Vogeltrainer. Es ist doch so wie es gewesen. So easy, geil, guys. Du bist mit Sicherheit immer besser. Ich würde dich gerne in meinen Pokémon eintragen. Ja, ja, komm mal. Hey, Troy, was geht? Hm, Mikes, hi. Es ist lange her. Es ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also wenn ich dieses Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde. Nein, nein, statt es zu beschreiben, zeige ich es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Mikes, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Ja. Mikes, zeig mir deine wahre Stärke als Trainer. Devon Scorp, ja. Haben wir Kecleon? Haben wir schon. Bemerkenswert. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich sehr gewachsen, seit wir uns das erste Mal in Faustau Haven getroffen haben. Ich möchte dir diesen Devon Scope geben. Wer weiß, es gibt bestimmt noch andere verborgene Pokémon. Troy einfach. Michael, ich liebe es,
Trainer und Pokémon zu sehen, die fest zusammenhalten. Ich finde, du machst das großartig. Nun, mach's gut, wir sehen uns. Okay. Ich frage mal nicht. Weg mit dir. Jetzt mache ich eine gute Taktik. Also, und schon habe ich es verkackt. Ich mache eine gute Taktik schon einfach nur drauf los spammen, so dumm. Ah, hier ist. Stimmt, hier ist eine Höhle. Sonntag. Boah, yo, ey, krass. In dem war ich hier nicht viel. Scheiße. Wir haben ja jetzt eigentlich Hyperbälle. Das heißt, wir können eigentlich Pokémon einfangen gehen. Also ja, wir haben schon vorher die Möglichkeit gehabt. Hallo? Aha. Ich dachte, ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Ah, der ist einfach abgehauen. Ja, komm, wir gehen dann. Scheiße, ich will gegen ihn kämpfen. Ja, komm. Können wir auch einfach Surfer? Das ist sogar normal effektiv. Okay. Wir leveln eigentlich Hariyama auf. In der Flugarena ist es eigentlich auch so dumm. Golbat sollte sich noch entwickeln, weil wir bekommen jetzt dann langsam. Wir haben Fliegen. Golbat muss jetzt entwickeln. Sonst geht's gar nicht. Sonst können wir einfach wirklich lange nicht fliegen und das ist so ekelhaft. Bewundere den eleganten Kampfstil der Vogel-Pokémon. Bibka hat mich persönlich geschult. Du wirst kein leichtes Spiel haben. Alright. Oh Mann, ey. Okay. Sie haben 6 Pokémon zusammen. Was sind das für wacke Pokémon? Wow, es hat überlebt. Krass. Da kommt ein Stahl-Pokémon. Ist das dein Ernst? So, die rechte Seite ist schon mal hinweg. Fuck. Okay. Oh, es hat nicht gereicht. Ah ja, okay, gut. Glück gehabt, dass Tropius nicht zum Zug kam. So, next Wablu. Sicher wieder ein Wablu. Ja, es sind einfach 3 Wablus. Ah, oh, tut mir so leid, ey. So. Oh, come on. So. Es gibt keinen Grund, dass Bibke, unsere Arenaleiterin, sich mit dir abgibt. Ich bin schon stark genug für dich. Liebhaber von Vogel-Pokémon streben danach, dieser Arena beizutreten. Als Mitglied der Arena von Baumhausen City darf ich nicht verlieren. Die Typen sind wirklich seriös für das, dass sie Vogel-Pokémon haben, Alter. Also kein Hate. Aber eben, wie gesagt, sie sind nicht absolut ultra stark. So, weg da. Weg da. Ah nein, Psycho gegen Psycho. Ja, okay. Hat gereicht. Jetzt wirst du gebraten. Vor allem mit Eisstrahl, genau. Das ist so dumm einfach. Man merkt, ich bin eigentlich generell ein Feuer-Pokémon-Trainer. Oder ein Feuerstarter-Trainer. Pokémon-Trainer. Oh Mann. Immer wieder die gleichen Struggle. Der Typ hier ist eigentlich unnötig. So. Ah nein, den muss man bekämpfen. Okay, ich habe nichts gesagt. Yo, Dude. Es gibt viele verschiedene Flug-Pokémon. Das weißt du, oder? Nein. Was? Es gibt viele verschiedene Pokémon. Krass. Ja, und dann. Er hat 4-fach Schaden gegen Eis. Weg damit.
Oh ja. Das ist so nice. Ah, das ist wie Musik in meinen Ohren. Du weißt wirklich, was du tust. Nein. Also, ja, okay. Jetzt sind wir eigentlich mit der Arena durch. Wir können eigentlich probieren, mit Handicap das zu gewinnen. No joke, wir können es wirklich versuchen. Hey, wenn das klappt, die Arena ist dann nur noch ein Witz für mich, weil die war für mich immer schwierig damals. Ich bin wirklich die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich wurde das mit Hilfe meiner Vogel-Pokémon und habe den Himmel berührt. Wie anstrengend der Kampf auch war, wir haben mit Grazi gewonnen. Werde Zeuge der eleganten Choreografie meiner Vogel-Pokémon. Oh Mann, ey, was ist denn los mit den Arena-Leiterin? Let's go! Ach, sie hat 5 Pokémon, ups. Bisschen schneller, so. Oh, wir haben da. Ja, okay. Kann close werden. Die Ball war 30, sehr gut. Das war klar, dass Tropius kommt. Dafür haben wir Eisstrahl. Boom! Wartet kurz, Leute. Tut mir leid, musste schnell Einkaufsliste bereden. Oh Mann, boom, Tropius einfach weg. Ich dachte noch, ich wäre zu laut gewesen, weil ich bin schon ein bisschen laut. So, Voltenzo gegen Pelipper. Du weißt Beef? Ach, come on. Er hat's einfach hinausgezögert. Okay, jetzt kommt der Altar, Leute. Also es ist Drachenflug. Wegen dem Eisstrahl. Boom, 4-fach Schaden. Boom, einfach weg. Ja, jetzt kommt Panzer Heron. Also wir können versuchen, bei ihm auch Eis einzusetzen. Also jetzt no joke, Eisstrahl ist wirklich the way to go hier. Er macht Sandwirbel. Er macht einfach Sandwirbel. Ist das dein Ernst? Oder sie setzt es ein? Was ist mit dir? Ist so ein Arena-Leiterkampf richtig ernst? Sie setzt Sandwirbel ein. Okay. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der seine Pokémon mit mehr Grazie trainiert als ich. In Anbetracht deiner Fähigkeiten überreiche ich dir diesen Arena-Orden. Ich habe nur Sumpex eingesetzt. Und Voltenzo. Mit dem Federohren gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70, auch die, die du durch Tausch bekommen hast. Außerdem kannst du nun die Farben Fliegen außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und dies ist ein Geschenk von mir. Nice? Ah, hier war's. Diese Geschwindigkeit, kein Pokémon kann hier entgehen. Das war die Erklärung für Aeroas. Das ist nicht dein Ernst, oder? Alle anderen Attacken wurden immer sehr, sehr gut erklärt. Hier einfach nur schnell zwei so Beschreibungen. Was jetzt?
Hi Maike, ich bin's. Ich wusste, dass du in der Arena von Baumhausen gewinnen würdest. Deine Stärke, vielleicht bist du wirklich der Trainer, den ich die ganze Zeit suche. Ich bin dein Fan, vergiss das nicht. Ich werde dir zujubeln, mach weiter so. What? Okay. Okay, ich muss jetzt schnell schauen. Zertrümmerer und Zerschneider. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ein Absol? Vielleicht ist ein Absol noch eine gute Erweiterung. Das wird ärgerlich. Scheiße. Das war sehr dumm. Nein! Es kann Brille einsetzen. Boah, dieses Pokémon ist krass. Shit! Habt ihr die Blumen gesehen? Vor allem Blumen. Oh, es schon wieder. Es verfolgt uns. Und nimmt sogar ein Level ab. Warum gibt es so viele von diesen krassen Pokémon? Marill, okay. Hätte ich nicht erwartet. Absol. Okay, jetzt gehörst du uns. Ja, gut. Magnein wurde eingefangen. Geil. Magnaien leben in der Wildnis im Rudel. Sie gehorchen stets den Anordnungen des Rudelführers. Beim Erlegen von Feinden arbeiten sie perfekt zusammen. Okay. Konnte das Wort irgendwie nicht lesen. Richtig schlecht einfach. So. Instant speichern, so. Genau wegen solchen Sachen. Es ist ein Volltreffer. Ist es dein fucking Ernst? Nice! Es wurde noch paralysiert. Sehr geil. Ja! Richtig geil! Es bemerkt sogar kleinste Veränderungen der Luft und der Erde und kann Naturkatastrophen vorhersagen. Absol lebt sehr lange, um die 100 Jahre. Das ist ein sehr nices Pokémon. Ich hoffe, es kann Zerschneider. Aber ich glaube nicht. Wir müssen schauen. Nein! Er hat einfach Trank aufgehoben. Okay. Ja! Aber es ist halt übelst ärgerlich. Da braucht es immer eine Weile bis. Ja. Zertrümmerer. Ah, könnte Absol auch. Okay. Ich weiß, es tut mir selber weh.
Aber Klingsturm ist halt auf zwei. Ja, ist auf zwei Runden basiert. Ist nicht so nice. Ist wie Power Punch, wo man auch also es aufladen muss. Ist eine starke Attacke. Aber ärgerlich wegen dem Aufladen. Ey, nice, wir haben Mapsol. Geil. So, jetzt kann unsere Reise fortgesetzt werden. Okay, hast du Attacken auf Lager, die ein fliegendes Pokémon schlagen können? Oh, Bro, glaub mir. Glaub mir, das war ein Fehler. Ja. Was kommt jetzt? Ah, Natu. Oh, boy, das war so ein Fehler. Winkel und Natu. Let's go! Würde eines dieser Elemente fehlen, wäre dieses Bild der Schönheit ruiniert. Dein Team-Pokémon. Was? Deine Team-Pokémon besitzt du verschiedene Arten? Oh ja. Ja, ich glaube, wir haben gut ausgebalanced. Lebensschuss. Ja. So. Sehr gut. Du hast das Bild der Schönheit ruiniert. Ich wurde Zeuge deiner Taktik. Die reden einfach immer alles, alle von irgendwas anderes. Das wollte ich nicht. Ja, Absol ist jetzt das schwächste Mitglied. Ich frage mich, wie weit dass wir Golbat trainieren müssen, dass es X-Bad wird. Ich hoffe nicht weit. Ich hoffe es wirklich nicht. Wir Ninja verbergen uns unter unseren Tarnmänteln. Ich wette, du wusstest nicht, wo ich versteckt war. So was von nicht. Wenn du nicht aufpasst, wirst du verletzt. Die Leute einfach. Bis sie dann unsere Pokémon sehen und dann denken sie, oh god damn. That was a mistake. So. Oh ja. Psychokinese, yo! Ja, easy going einfach. Armes Magmita. So, weg da. Let's go. Beleber. Ist ein einzelner Trainer, hä? Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Kannst du ein klasse Trainer werden? Was? Okay, ich kann nicht lesen. Wenn du ein klasse Trainer werden willst, lerne etwas darüber. Oh Mann, ey. Man merkt, ich bin noch nicht so lange wach. Man merkt es richtig schlimm. Marianne. Okay, Marianne. So, Viris. Und ich habe Alt gedrückt. Fuck that. So dumm. Okay, let's go. So, Viris ist Geist und Licht. Ernsthaft? Oh, Vivian Baby. Nice. Haben wir alle? Ja. Hallo, wie sieht es mit deiner Fitness aus? Wenn du nicht fit bist, könnten harte Zeiten auf dich zukommen, ja? Warum haben die alle so low Pokémon? Also jetzt wirklich no joke. Es ist jetzt top Genesung ein. Hätte nicht super Trank gereicht von Lebensanzahl her. Das hat sich ja Kapaloris safe. 32. Das kommt Lanas Unlichtpflanze. So, weg da. Was? Schon jetzt? Oh, das ist sehr nice. Okay, gut, wir können fliegen, Leute. Dann haben wir unser Team vervollständigt. Ja, sehr nice. Gut, wir haben X-Bad. Sehr geil. Ja, Mann. X
Swat ist so ein gutes Pokémon. Das ist dann die gute Frage. Flügelschlag ist eigentlich eine gute Attacke. Und Superschall wegen Verwirrt ist eigentlich auch gut gewesen. Ich glaube, Blutsauger ist das, was er kommt. Fast Superschall noch. Ich mach mal Self-State, falls ich irgendeinen Fehler mache. Ja, Mann, wir können fliegen. Ernsthaft? Weg mit dir. Ja, jetzt ist die Frage. Wo leveln wir Absol auf? Wir können ja jetzt überall hin. Wir können zum Verlierner gehen. Ah nein, der kommt erst noch bei Segrasul. Er wurde zum zweitstärksten Pokémon und hat sich dann entwickelt. Absol könnte eben gute Combo sein. Mit Swampex gegen die Zwillinge. Habe ich jetzt gegen den? Wahrscheinlich nicht. Ich prüfe deine Pokémon und schaue, ob sie fit für das Leben im Freien sind. Was ist mit den Rangern los? Fitness? Hallo? Eisstrahl, grau. Ah, jetzt kommt. Lombrero. Okay. Okay, der hat genau gleich Pokémon. Bis auf Lotorzi. What the fuck? Okay, wow, sehr guter Fight. Krass. Noch als Mili. One Nugget. Nice. Und hier ist nichts mehr. Okay, hier ist wieder schön. Okay. Ah, hier sind nur die Verstecke sozusagen. Geheimpower habe ich auch noch nicht eingesetzt. Kampfgefällig. Was? Warte. Was war jetzt mit dem los? Oh. Leute, wait a minute.
Es tut mir so leid. Manchmal bekomme ich Nachrichten, die ich instant antworten muss. Wegen dem tut mir so leid gerade. Wow. Oh Mann, ey. Ja, ey, komm mit Geweiher. Ey, heute kann ich gar nicht streamen, ich sehe schon. Also doch, ich streame schon seit 36 Minuten, aber ich wurde jetzt schon zweimal unterbrochen. Wann kommt das nächste Mal? Das ist einfach jedes Mal so. Okay. Ja, wie viele Geweih hat er? Er hat einfach wirklich drei. Was mit ihm? Möchtest du noch einmal kämpfen? What the hell? Was ist mit dem? Oh, nice. Beeren gedeihen im Sonnenlicht, das sie aufnehmen. Und ich versorge sie regelmäßig mit Wasser. Es ist ein Ausdruck der Liebe, richtig? Ja. Ja, ja, du verstehst, was ich meine. Das hier ist für dich. Okay. Persif-Beere. Auch wieder Persif für Vergiftung. Sehr gut. Oh, jetzt noch mehr. Schon eine Himmi-Beere. Nana-Beere haben wir auch schon. Nerbe-Beere. Und Sanana-Beere. Die Namen einfach. Hyperheiler. Wow. Krass. Gemachel. Sehr nice. Ja, dich sehe ich, komm. Ich werde die Techniken der Pokémon übernehmen und neue Ninja-Techniken daraus entwickeln. Wie machst du das? Scheiße. Hätte uns auch noch vergiften. Schwerttanz? Na, muss nicht sein. Scheißgift. Für das ist jetzt der Hyperheiler gut. Ist das dein Ernst? Boah, yo, war der nervig. Dieser kleine Bengel. Wow, okay. So, wer magst du sein? Suchst du etwa nach antiken Ruinen, von denen die Legenden sagt, sie seien hier zu finden? Oh ja. Let's go. Surf einfach. Sieht so nicht gut aus. Er macht so an. Er ist an einem Ort, wo es wirklich regnet und er hat alles Bodenpokémon dabei. So. Jetzt gar nichts mehr. Aber wirklich praktische ist immer noch, dass wir einfach wirklich Teleporter einsetzen können. Wir hätten eigentlich immer noch nicht fliegen gebraucht, weil wir eh meistens nur am Weg entlang gehen. Wir können wirklich eine Challenge machen, ohne zu fliegen. Ja, okay, beim Wassergebiet ist dann schon um einiges praktischer. Oh, yo, wir sind richtig durchgerannt. Nice. Ja, jetzt sind wir schon da. Falsch. So, Double Fight. Okay. Timing, so. Auf der Welt gibt es Dinge, die jenseits deines Verständnisses liegen. Siehst du nicht, dass ich schwer bepackt bin und trotzdem willst du gegen mich kämpfen? Ja, komm on. Komm einfach. Das ist so dumm einfach. Das ist so dumm. Oh Mann, ey. Hallo? Okay. Schwebe haben sie. Das macht uns doch nichts. Nein! Zwillicht hat überlebt! Nein! Ah gut, er ist dumm. Das ist so schlecht. Okay, eine Seite ist weg. Und Schuhkett ist auch weg. So. Sehr nice.
Hier ist ein Item safe. KP plus. Dass wir immer noch kein Shiny gefunden haben, ist krass. Oh! Zum Glück habe ich gespeichert. Es geht nur bis. Wow! Es hat einfach überlebt! Holy shit! Schuppitz schleicht durch die finstere Nacht und sucht nach negativen Emotionen wie Leid und Missgunst. Bei Sonnenaufgang kehrt es in sein Nest zurück. Die bauen Nester? Lagia-Beere, okay. Baron-Beere. Persil-Beere. Bilbir-Beere, okay. Ja. Cool, ey, wart. Cool Story, Bro. Stop! Schau dir meine wunderbaren Pokémon an! Er überlebt es einfach. So, weg da. Wie bitte ist? Geil! Instant weg einfach. Diesmal habe ich es dir leicht gemacht. Das wird das nächste Mal anders sein. Okay. Bin mal gespannt. Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Ist ein Trainer hier? Vor uns erhebt sich der Pyroberg. Er ist das natürlich gewachsene Monument der Geister, der von uns vergangenen Pokémon. Natürlich gewachsen. Hier ist nichts. Zick ist hier auch einfach random. Double Fight. Zusammen sind wir furchtlos. Wir demonstrieren dir da unsere Stärke, okay. Wow, Alter, what the fuck, ist plötzlich ein Letterkick. Das hätte ich nicht erwartet. Shit. Let's go. Go! Boah, ey, Pandi hat fast so viel Leben noch gehalten wie Letterkin. Damn! Was für ein Team! Oh, hier ist alles Doppelfight, das finde ich sehr nice. Ich liebe nichts mehr, als die Pokémon anderer Leute zu begutachten. Ah, ist ein Züchter, ja, okay, verstehe ich. Sorry, manchmal muss ich einfach zurückschreiben. Ich weiß, in letzter Zeit so wenige Streams und ich bin nicht die ganze Zeit aktiv. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hoffe, es wird auch alles besser. Dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe und. Die Pokémon sind einfach Level 25. Wie wack ist denn dieser Fight gerade? Okay, wait a minute, ich setze Surf ein. Okay. Okay, gut. Glück gehabt. Ja, setz der Mega-Sauger gegen Guards ein. Last. Okay. Easy Gold. Wow, spektakulär. Oh, wir haben 2000 bekommen. Krass. Und Beleber. Ich gehe jetzt als erstes nach Seegras Ulm City, weil halt.
Mit meinem Pokémon habe ich alle vier Ecken der Welt bereist. Man könnte sagen, dass ich viel Vertrauen in mein Können habe. Weil wir heilen wollen. Ich unterbreche mich einfach immer selber. So, weg damit, Voltenzo. Gut. Die Tapferkeit deiner Pokémon ist bemerkenswert. Ich würde dich gerne zur Erinnerung im Pokénuff eintragen. Okay. Let's go. Das ist nicht dein Ernst. Ich scheiße auf dieses Zink. Ich verkaufe gleich. Und dann gehen wir hier noch. Wir müssen eh noch mal hier zurücklaufen. Ah, ist das dumm. Wo ist hier das Item? Hier? Ja. Na? Hä? Wir hatten wahrscheinlich schon ein Nugget. Weil sonst macht es ja gar keinen Sinn eigentlich. Okay, let's go. Möchtest du mit meinem wunderhübschen Pokémon spielen? Warte. Mit ihrem wunderhübschen Pokémon? Es hat nach mehr geklungen als nur eins. Also, kein Problem, kann so viele Pokémon haben, wie man will, aber... What? Nice! Ekliger, schleimiger Honig tropft aus seinem Mund. Eine kleine Menge reicht aus, um in Katatonie zu verfallen. Was ist Katatonie? Es gibt jedoch Anhänger dieses stechenden Gestankes. Das kann ich mir vorstellen. So. Nein, ich will doch nicht... Überall ja noch einen. So schlecht einfach. So. Meine Pokémon kennen das Gefühl der Niederlage noch nicht. Bald lasse ich sie an einem Wettbewerb teilnehmen. Okay, cool. Cool. Jetzt spürst du die Niederlage. Wow, Tangle ist es aber noch wert. Für uns schon. So, alle Pokémon von uns sind bei Level 30 angekommen. Nein, Beute ist zu voll. Ich habe dieses Prinzip jeden Tag... Was? Ich habe dieses Prinzip. Jeden Tag besiege ich 5 Trainer. Und jetzt rate mal, du bist heute der 5. Trainer. Oh, es tut mir aber leid. Oh, Mund hier, nice. Aber nicht stark genug. Das war einfach nur peinlich. Ich werde dich nicht vergessen. Gib mir dein Pokénuff. Oh nein. Nein, nicht anpflanzen. Oh, Sinanap wählen. Okay. Okay. Seegrasulp City. Nice. Und schon stehen die Leute mir komplett im Weg. Hä? Wahrscheinlich B am falschen Punkt gedrückt. Wir kommen nicht in den Supermarkt, weil wir Bricks besiegen müssen. Yo, Briggs, was geht? Ich muss hier rein. Egal, ob du willst oder nicht. Was setzt da als erstes ein? Was setzt da wohl als erstes ein? Wir haben uns lange... Ich klicke einfach durch, tut mir leid. Oh, du bist es, Maike. Ich mache Besorgungen für meinen Vater. Nein, ich kaufe keine Pumpen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ist ganz weird, von Briggs sowas zu hören. Sollen wir kämpfen, um zu sehen, wer seine Pokémon besser trainiert? Ja. Ah, ich werde doch nicht gegen Maike verlieren. Niemals. Was mit ihm? Oh nein. Das
setzt einfach Tropius ein, ist es dein Ernst? So, weg da. Ja, Reptile mit... Hat er kein Gewaltrum? Hä? Warum hat er kein Gewaltrum? Schade, ist er nicht eingefroren. Nein, Doppelteam, bitte nicht. Ach, du hast dich stark verbessert. Das schmerzt und dabei hatte ich als Trainer sogar einen Vorsprung. Ich gehe nach Hause, nach Wurzelheim. Weißt du, ich helfe meinem Vater bei dem Pokédex. Es geht ganz anständig voran und ich sollte ihm das mal zeigen. Und Michael, was willst du tun? Willst du alle Orden der Arena sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern? Vielleicht werde ich das auch machen. Gut, bleib am Ball. Okay, wir können Zeug verkaufen. Das war das Wichtigste. Okay, hier ist normal, hä? Jetzt kann man schon Top-Trank hier kaufen. Ja, verkaufen. Okay. Wir haben so viel Cash, weil ich Zink und so alle verkauft habe. Paraheiler und so brauchen wir auch alles gar nicht mehr. Wir kaufen jetzt dann Hyperheiler ein. Hafenbrief. So. Nur noch Steine und sonst noch andere Sachen. Superschutz können wir auch verkaufen. Ether behalten wir. Oh, komm, ich verkaufe es auch. Brauchen wir nicht. Das behalte ich. Aber plus sehr wichtig. Fruchtseil. Ja, okay. Aber schon nicht wegen den Beeren. Das wäre jetzt sehr lächerlich. So. Ja, jetzt sind wir wirklich gut ausgestattet. Schauen wir mal hier. Hier sind sicher noch die TMs. Okay, die Kampf-Items. Items, die man einfach nicht gebrauchen muss. Außer man ist richtig, ja, im Nachteil. Dann sind sie gut. Schutz könnte aber bei häufigem Einsatz versagen. Mystische Macht verhindert Statusveränderung. Wand aus Licht. Okay, das ist so Lichtbarriere. Ja, okay. Kraftvolle Feuerattacke, die Gegner verbrennen kann. Okay, Flammenwurf. Mächtiger Donnerschlag, der Paralyse bewirken kann. Eis- und Schneeattacke, die Gegner einfrieren kann, also Schneesturm. Oder Blizzard. Stark muss sich in der Hyperstrahl. Das ist Feuersturm. Ah, ich kauf's jetzt mal. Wir haben so viel Geld. Ich frag mich, woher das ganze Geld kommt. Ja, jetzt haben wir mal. So. Das ist hier, wo man die Möbel kaufen kann, glaube ich. Ja, Kissen. Ich weiß ja nicht. Dann die ganzen Puppen. Das hier. Und die ganzen Matten. Und den kaufe ich mal. Nein.
Minecraft noch eine so. Vielleicht kommt man so über die Abgründe. Pokéball. Okay. Was? Ah, Delegator. Nein, egal. Was mit ihm? Haben sie noch nicht bekannt gegeben, wann sie den Ausverkauf starten? Ich dachte immer auf die Werbung im Fernseher, aber besser war da nichts. Okay. Hier oben sind einfach immer Getränke. Die Musik wieder. So. Ja, sehr nice. Ja, jetzt ist no joke wirklich die Frage. Wir machen Pyroberg, ja, als erstes. Also wir werden halt, ja okay, wir haben gar keine andere Wahl. Wir nehmen aber auch noch alle Items mit. Dass wir einfach die dann auch gerade erledigt haben, dass die Route fertig ist. Ah. Wir haben keinen Schaden bekommen von Griggs. Ist so schade. Also ja. Aber ich bin schon durchgelaufen, fuck. Sehr wichtig. Ist wieder am richtigen Ort. So. Okay, sehr gut. Was mich immer ein bisschen gestört hat, ist, dass man leider hier das normale Drachen-Pokémon von dieser Generation erst bekommt, wenn man Kaskade kann. Und das kommt erst wirklich nach der letzten Arena. Weil so ein Brutalander wäre richtig nice im Team. Aber es kommt immer so spät erst. Ah stimmt, jetzt kommen die ganzen Geister-Pokémon. Okay. So mehr als Schuppet wird nicht kommen. Und Zwerlicht. So, let's fight. Hey, suchst du nach Pokémon? Du bist mir hinterhergeschlichen. Fiesling! Dein Anblick ist echt ungewöhnlich. Verschwinde, bevor dir irgendwas passiert. Was haben die Leute? Oh, das wird so easy. Ja, komm. Spawnkette sogar überlebt, ist krass. Kampf-Pokémon. Ja, ich bin außer mir von Schreck. Wow. Sehr gut. Wir machen hier eine Mutprobe. Wenn ich zeige, wie cool ich bin, wird sie sicher in mich verlieben. Ich werde dich vernichten. Ich werde dich vernichten, schlagen, dann bin ich echt cool. Die Typen. Oder das Couple einfach. Yo! Na, kein Schutzschild. Tut mir leid, Buddy. Oh, ganz dummer Fehler. Sehr nice. Hyperball, wow. Au, der Boden hat an einigen Stellen Löcher. Ich habe das nicht gesehen und bin ins untere Stockwerk gefahren. Autsch, aua. Ach komm. Hä? Was ist kein Trainer? Die Erinnerung an meinen Liebling Eneko. Ich könnte weinen. Dies ist kein Platz für einen kleinen Hosten-Scheißer wie dich. Das ist
beleidigen uns die ganze Zeit. Wir laufen nur herum. Wir wollen da, auch die ganze Welt ein bisschen sehen. Sie greifen uns immer an, verbal. What? Nein, das wäre ein Doppelfight gewesen. Oder es hätte ein Doppelfight werden können. Nein. Warum reagiert es nicht? So. Also hier ist obvious, wo man hinkommt. Ah, okay, dafür hier. Nein! Okay, vergessen. Die unglaubliche Atmosphäre der Berge hat meine psychischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du, du bist gewinnt, träum weiter. Ja. Ja, nein! Als ob man dazu. So schlecht. Und da kommt. Ja, okay, das wird schon gut, aber ey. Die Typen immer, die am meisten sagen, dass sie gewinnen werden, haben das schlechteste Team. Alter, wie kann man nur verkacken? Also, wenn er ja schön nichts gesagt hätte, gar kein Problem, das Team. Aber er sagt doch so, ja, wie er übelst starken Pokémon hat. Warum bist du hier? Oh nein. Oh, die Trainer heute sind ja mal richtig nice. Weg da. Alter. Ey, die Züchter sind einfach nur schlimm, weil sie so viele Pokémon haben. Ich würde mir gerne deine Pokémon anschauen, wenn sie stärker geworden sind. Bitte zeig sie mir dann unbedingt. Ja, ja, komm. Let's go, weiter. Ich wollte eigentlich sagen, Hexe ist als nächstes dran. Ich mag gruselige Horror-Dinge. Es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin, stehen mir die Haare zu Berge. Okay. Nehm Brühe in dein Face. Oh nein. Und ich laufe wirklich vorbei. Bro. Mein Lehrer, bitte achtet auf meine Fortschritte. Hä? Scheiße. Ja, okay, genau, ich kann. Okay, easy going. Nice. Oh. Oh, sehr geil. Ja, ich will ihn killen, scheiße. Ja, guter Kack gereicht. Ein Blick seines purpurroten Auges jagt sogar gestandenen Personen einen Schauer über den Rücken. Es ist nachtaktiv und nutzt die Dunkelheit für seine Zwecke. Was macht sie? Zwerfins ist halt übrigens ein geiles Pokémon. Wenn ich hier bin, dann durchströmt mich eine seltsame Macht. Cool. Und wenn ich dann Zubiri sehe, sehe ich einfach nur einen Win. So. Ich habe den Kampf verloren, aber ich habe dieses Talent, ohne dass ich den Pocket Knife berühren muss. Ja. What the fuck, einfach. Ach, come on. Hast du die Orientierung verloren? Keine Angst, ich bin ja hier. Ja, mit wohin genau? Ich will immer leben. Surfer einsetzen. Fuck. Ja, okay. Ich hasse wollen, genau. Spukball. Krass. Ja. Nice. Lachsrauch. Das könnte für wollen genau sein. Oder ist Lachsrauch? Nein.
Goldrauch ist zum Geld machen. Ah, hier gibt es gar kein Gold, Amulett. Es gibt Goldrauch. Nach unten? Ja. Und Seerauch. Ich schaue schnell die Beschreibung. Wasser. Oh, senkt Genauigkeit des Gegners. Okay. Das muss ja, das muss, muss da einfach noch ein Encounter kommen. Okay, das war's. Okay. Easy go. Ah, hier hat's Vulpix. Ja, geil. Nice, Vulpix aufgefangen. Es beherrscht das Feuer und ist in der Lage, Feuerbälle wie Irrlichter fliegen zu lassen. Kurz vor der Entwicklung brennen seine 6 Schweife lichterloh. What? Okay. Warum sieht man so spezielle Entwicklungen nicht? Sieht man wirklich nie. Gibt's hier auch Mediter? Ich glaube, Mediter kommt von dir. Ah nein, Mediter kam von der Granithöhle. Hier wirklich keine anderen? Nur Vulpix und Schuppe? Na, hier muss doch noch irgendwas anderes sein. Ja, okay, scheinbar schon. Wertewechsel. Okay. Gehen wir mal nach oben. Sind wir eigentlich schon bei der letzten Etage fast? Der Weg ist wirklich nicht weit. Peter. Zum Glück bin ich die Items verkaufen gegangen. Hyperbahn. Sehr gut. Okay. Hab ich 10 noch. Let's fight. Pech für dich. Wärest du eher hier gewesen, hättest du nur gegen das weinerliche Team Magma antreten müssen. Aber jetzt musst du gegen unsere Stärke antreten. Ihr seid ja viel stärker. Fuck. Das war jetzt wirklich nice. Nice play. Level 32, oh. Weg damit. Ey, wenn wir Probleme haben, haben wir Beleber. Also wegen dem kein Stress. So. Ich hab Angst, dass er wieder zurückkommt. Hat sie nichts? Hat sie wirklich nichts? Dann ist einfach das Gras, was hier wichtig ist. Ich hätte einen Detektor eigentlich. Hier würde es auch zu ehrlich gehen. Es ist eigentlich so schade, es gibt eigentlich wirklich nie viele Geister-Pokémon. Also ja, über die 8 Generationen sind halt wirklich jetzt einiges an Geister-Pokémon dazugekommen. Sogar ein Drachengeist-Pokémon. Katapultra. Es ist eigentlich ein bisschen lost, das Katapultra, aber ey, trotzdem. Nein, die Idioten von Team Magma waren vor uns hier. Wir müssen sie einholen. Er kackt sich in die Hosen einfach schon. So, weg da. Okay, gut, weiter geht's. Next. Ach, ich weiß, du wolltest Mitglied bei Team Magma werden, aber die wollen dich nicht. Denk nur nicht, dass du Mitglied bei Team Aqua werden kannst. Hey, ich kenne dich doch vom Schlottwerk. Du gehörst keinem Team an. Warum bist du hier? Ich mach mein eigenes Ding. Ich bin Team Sky. So aus dem Nichts einfach. Nice. Sehr gut. So. Oh, das war dumm.
So, ey, X-Bad ist richtig gut, ey. Shit. Dubsol 34. Wenn du Team Aqua... Aqua... Eine Kombination, okay. Wenn du Team Aqua unbedingt beitreten willst, können wir darüber reden. Wenn du dich schon in fremde Angelegenheiten einmischen musst, dann mach das bei Team Aqua. Die Typen einfach. Yo. Mag von Team Magma mag uns vielleicht einen Schritt voraus sein. Aber wir haben das, was wir wollten. Die rote Kugel vom Pyroberg. Ich, Adrian, hatte sie endlich in meinen Händen. Nun werden sich unsere ultimativen Träume erfüllen. Okay, Team Team, los geht's. Oh nein, das darf nicht sein. Nicht nur die blaue, sondern auch die rote Kugel wurde gestohlen. Die beiden Kugeln dürfen niemals voneinander getrennt werden. Sie gehören zusammen. Was wollen diese Männer nur mit den beiden Kugeln? Ich meine, Team Achma wäre als erstes hier gewesen und hat die blaue Kugel mitgenommen. Aber sie hatten es sehr eilig und haben dies hier zurückgelassen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Du kannst es gerne haben. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Okay, wir haben das Magma-Emblem, wo wir ins Versteck reingehen können. Die blaue und die rote Kugel wurden von diesen gemeinen Männern fortgenommen. Sie dürfen niemals getrennt werden. Ich habe Angst, dass etwas Schreckliches passieren wird. Oh ja. Am Pyroberg legen wir die Geister der Pokémon, die von uns gegangen sind, zur Ruhe. Von hier aus hat man einen Ausblick über die ganze Region von Höhen. Die körperlosen Geister der Pokémon finden hier ihre Ruhe. Es ist Fügung, dass du jetzt hier bist. Möchtest du meine Geschichte hören? Eine lange, sehr alte Geschichte der Höhenregion? Ja? Es geschah vor langer, langer Zeit. Die Welt erbebte unter der Auseinandersetzung der Pokémon des Landes mit dem Pokémon des Meeres. Die Pokémon des Landes erschufen Berge und Kontinente. Die Pokémon des Meeres... Warum die Pokémon? Die Pokémon des Meeres erschufen hohe Wellen und tiefe Meeresbecken. Das Duell wütete ohne absehbares Ende. Die Welt wurde von erbarmungslosen Stürmen und unglaublichen Infernos heimgesucht. Die blaue und die rote Kugel setzten schließlich diesen Kampf ein Ende. Licht strahlte von den beiden Kugeln und beruhigte die Kontrahenten. Die beruhigten Pokémon verbargen sich in den Tiefen des Meeres und der Erde. Und eines Tages verschwanden sie. Geiles Zoll. Ein Schritt ins Gebüsch und schon so. Oh, blauer Himmel sieht man. Ist hier ein Item? Oh, es ist ein Sonderbonbon hier einfach. Okay. Kann man hier Fliegen einsetzen? Geht es? Es geht. Wir haben sogar das Kunstrad. Also wir könnten sogar... Ich mach schnell das hier. So. Da sind wir auch vorbereitet. Also wirklich vorbereitet. So. B gedrückt halten, bis man hüpft. Dann kommt man hier überall hinauf. Okay. Und hier ist der Geheimgang. Leute, ich komme gleich wieder. Ich hole mir schnell irgendwas zu snacken. Ich habe Hunger. Bis gleich, Leute. Thank you.
So. Bin wieder back. Ich hab mir schnell so einen Proteinriegel einfach genommen. Und hab noch schnell geredet, wegen dem hat es ein bisschen länger gedauert. Tut mir leid. Let's go! Schwierig. Kleinstein? Kein Geowatt? Was macht der Typ dort oben? Unser Boss hat uns gesagt, wir sollen im Schlottberg Grabung durchführen. Da haben wir gegraben und gegraben. Und dann haben wir etwas gefunden, was uns den Atem verschlug. Was das war? Ha! Das verrate ich dir, wenn du mich besiegst. Okay, let's go. Wir fragen ihn da gar nicht. Sehr starkes Pokémon. Instant Karma einfach. Jetzt no joke, was war gerade mit diesem Pfiffchen los? Das war ein normales Pfiffchen. Das hat aber uns gerade übelst auf Trab gehalten. Ich verrate es dir trotzdem nicht. Du wirst das schon herausfinden, wenn du dorthin gehst. Schließlich darf man sich nicht jede Überraschung nehmen lassen. Ja, true that. So ein Arsch einfach. Let's go! Stopp! Du erwartest doch nicht ernsthaft, dass ich dich einfach so vorbeigehen lasse. Ja. Tut mir leid, dass ich während dem Essen rede. Was? Wie wer? Nur Mitglieder von Team Magma dürfen hier sein, aber du hast keine Uniform von Team Magma an. Das erregt Verdacht, kämpfe mit... Was ist mit dir? Also heute sind die Leute wirklich komisch. Oh, oh! Ja. Also manchmal frage ich mich einfach. Er sagte genau das gleiche. Copy und paste. Oh mein Gott. Okay. Schön, dass wir das miteinander beredet haben. Jetzt kommt der Abstellraum, glaube ich. Ah nein. Hier kommen wir dann zurück. Ich habe nichts gegen dich, aber ich habe meine Befehle. Ich hasse Hitze, ich hätte mich lieber Team Aqua anschließen sollen. Ja, true that. Ja, Surfer, weg da. Ja, genau. Ich hab B gedrückt, ups. Easy going. Ein Kleinstein in Shiny wäre nice. Top Genesung. Hat sie hier was? Ah.
Also, ich weiß nicht, was nerviger ist, die Encounters oder die Trainer hier. Ab und zu bemerkt man hier Erschütterung, ob der Vulkan daran schuld ist oder ist es Grow. Ups, ach egal, dumm die dumm. Weg da. Eines unserer Mitglieder ist ausgerastet. Er hat sein Magma-Emblem verloren. Warte mal, du hast das doch nicht etwa gefunden? Oh, doch. Oh nein, wieder ein Pfiffchen. Glück gehabt. Okay, top Elixier, wir können weiter. Und hier raus. So wie hier. Das war ja obvious, dass auch wieder ein Encounter noch kommt. Wenn Team Magma zum Appellantritt bekommen wir wichtige Aufgaben zugeteilt. Und zwar in der Reihenfolge, in der wir angetreten sind. Da muss ich hier in der Ecke bleiben. Ich komme nämlich immer zu spät zum Appell. Tut mir leid. Ja, du bist der lange Text. Für das ein ja, Wayner-Typ ist. Und jetzt? Von nun an werde ich mich in allen Dingen mehr anstrengen. Oh, das ist eine gute Einstellung. Wieso Number One? Wow. Portal gibt es hier auch. So. Boah, übertreibt. Nein. Come on. Das ist so ein Scheiß. Ich hoffe, es sind jetzt... Ja. Jetzt ist nur noch ein Weg. Ah nein, es kommt die Abstellkammer noch. Was habe ich nun getan, dass ich hier Wache schieben muss? Mein linkes Ohr brennt schon wie verrückt. Ja, wirklich. Okay, 47. 50 werden wir noch erreichen. Ich hoffe heute vielleicht. Apel top. Macht es gerade alles voll von Apel. Was mit ihm? Ich verstehe alles, was unser Boss sagt, aber weißt du was? Nach einem uralten Pokémon zu graben und jemanden einen Meteoriten stehlen, ich glaube, wir sind etwas zu weit gegangen. Was meinst du? Und dann Fighter gegen uns. Ja, ich zeig dir, wie weit dass du gegangen bist. Weg da. Easy going, Leute. Okay. Warte. Da sind wir hergekommen. Okay. Wir haben uns zusammengeschlossen, damit seine fantastische Vision Wirklichkeit wird. Es ist mir schnurzegal, ob du zu Team Aqua gehörst oder einfach nur ein Kind bist, das hier vorbeikommt. Niemand mischt sich in unseren Belange ein und kommt ungeschoren davon. Boah, da ist jemand ganz ernst. Da muss jemand mal ein bisschen Dampf ablassen. Das klingt auch komisch. Boah, yo. Antikraft richtig stark. Okay, sehr gut. Let's go. Oh, geiles Item. Ah, wir sind schon da. Groudon ist direkt links von uns. Ich würde so gerne einen Blick auf Groudon werfen, aber ich darf nicht mal einen Blick auf seinen Schweif werfen. Das frustriert mich total. Oh nein, ich klatsche hier über Groudon. Ja, ich wollte auch schon sagen, das ist eigentlich übelster Spoiler. So, ey, also Team Magma ist so ein Witz. Das war schon vorher Witz, aber jetzt ist es noch mal deutlicher. Bald, sehr bald, werden wir unser großes Ziel erreichen. Du bist noch nicht fertig, an mir kommst du nicht so leicht vorbei. Ha ha.
Genau. Und beide weg. Ja, ich bin so weit gekommen und nun das? War ich so leicht zu besiegen? Ja, mit Zubat und Kamau. Come on. Du hast es bis hierher geschafft, da verrate ich dir etwas. Es stimmt, dort drüben schläft Groudon. Mark ist vor ein paar Sekunden zu ihm gegangen. Es wird bald erwachen. Ah, jetzt kommt Vorstand Kalle. Okay. Gut gemacht, Kalle. So. Top Leber, nice. Oh, wenn er wüsste, was jetzt passieren wird. Mark. Groudon. Nichts kann deinen Schlummer in dem heißen Magma stören. Du wolltest diese blaue Kugel haben, nicht wahr? Ich hab sie dir gebracht, ihr Licht soll dich aufwecken. Und nun zeig mir deine ganze Kraft. Oh mein Gott. Und ist weg. Groudon, was ist los? Die blaue Kugel ist doch der Schlüssel, oder etwa nicht? Groudon, wo bist du hin? Du warst das also. Ich habe gesehen, wie du unerlaubterweise deine Nase hier und dort hineingesteckt hast. Ich verstehe es jetzt. Du hast eine ganz billige Nummer abgezogen. Mark, das ist nicht dein Ernst. Wenn die pure Enttäuschung kickt und dann einfach einen Sündebock herhalten muss. Boah, Mark, nein, cool. Ich schaffe es sogar, glaube ich, mit dem Server. Okay, X-Bart ist schon krasser. Eistrahl! Wow, hat überlebt sogar. Das. Gut. Oh. Ja. Tina Kamerun ist noch einfacher. Dieses Pokémon von ihm. Wie kommt es, dass du so gut mit Pokémon umgehen kannst? Freundschaft. Es muss einen Grund geben, warum Groudon geflohen ist. Was willst du mir doch sagen, oder? Du meinst, das wüsste ich nicht? Da Groudon weg ist, hat dieser Vulkan keinen Nutzen mehr. Ich werde Groudon folgen. Hier trennen sich unsere Wege. Okay. Crazy. Oh, Fluchtzeit. Ah ja, okay. So die Abkürzung. Jetzt will ich ja irgendwie das Kurze das noch wissen, hä? Kommt die ganze Zeit. Es kam aber kein Geowatz. Georock. Ey! Ey, wie viel? Fuck you! It's no joke, wie viele Encounter wollen noch kommen? Hier ist das Georock. Es wird sich eh explodieren lassen, safe. Als ob ist es sehr effektiv. Das nicht dein Herz. Und er macht's einen Volltreffer. Fuck you. Alter. Ja, Mann, gut. Ich so ein Pain gerade. Steigt von Bergen herab, indem es sich steinabhängend hinunterfallen lässt. Dabei stößt es mit voller Wucht gegen Bäume und Felsblöcke, die ihm im Weg stehen. Nice.
das Pokémon ist ja übelst krass. Gefährlich. So. Let's go. Puh. Das war das erste Mal, dass ich für eine Fernsehsendung interviewt wurde. Ich war vielleicht nervös. Oh, Michael, gut siehst du aus. Wir haben bei unseren letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Wir haben auf der Route 128 eine Unterwasserhöhle entdeckt. Wir glauben, es ist die Höhle eines Pokémon, das schon lange ausgestorben ist. Captain Brick nehme ich an. Wir von Team Aqua werden das U-Boot in unsere Gewalt nehmen. Eure Einwände sind bedeutungslos. Wir erwarten absolute Kooperation. Mal sehen, was ihr zu den Plänen vom Team Aqua sagt. Oh nein. Was soll das Ganze? Sieht aus, als benutze jemand ein Megafon. Wo kommt das her? Das kommt von der Anlegestelle. Das U-Boot, jemand versucht es zu stehlen. Michael, bitte komm mit mir. Aha. Oh, nicht du schon wieder. Oh, du bist ganz schön hartnäckig, uns bis hierher zu folgen. Das muss ich schon sagen. Und nun, niemand kann uns stoppen. Niemand! Aber willst du uns etwa in unserer Versteck in Sega Soap City folgen? Oh, so dumm einfach. Warum sagen sie so Zeug? Also ja, kein Problem. Jetzt wissen wir, wo wir hingehen müssen, aber... Warum? Warum sollte Team Aqua mein Tiefsee-Forschungsboot 1 stehlen wollen? Sie können doch nicht hinter dem schlafenden Pokémon am Meeresgrund her sein. Selbst wenn ich sie verfolgen würde, ich hätte keine Chance gegen sie. Keine Sorge. Und hier ist niemand mehr. Alle weggegangen. Es war zu viel. Zu viel Drama. Okay. Dass wir einfach Teleporter einsetzen können. Jetzt irgendwo noch eine Herdschuppe. Genau. Aber auch hier hat irgendwo ganz viele Items. Pokéball. Und der trainiert seine Dings. Apropos, sehr gut. So, erster Gegner. Verdächtige Person gesichtet. Oh ja. Oh ja. Auch wenn es jetzt die Wassertypen sind, Sumpex wird alle wegmachen. Hat sie kein Item? Schlecht. Sehr schlecht. Ah, Krok, ey, yo, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe übelst lange Pause gehabt vom Stream. Es tut mir so leid. Oh Mann. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit. Trotz, dass wir uns nicht gehört haben. Ja, okay. So großen Einfluss haben meine Streams auch nicht. Aber ich hoffe, du hast eine schöne Zeit gehabt. Ah, hier im Versteck Wache zu stehen, ist ermüdend. Ich muss kämpfen. Okay, alle anderen würden so Eindringling sagen und sie pennt fast ein. So. Easy going. Ich glaube, rechts geht's richtig weiter. Hier geht's zum Meisterball. Ja. Ja. Und dann glaube ich hier so. Ja, perfekt. Oh nein. Ja, bin im Krankenhaus. Oha, was? Warum denn? Hast du irgendeinen Unfall gehabt oder so? Oh shit. Ey, das tut mir so leid zu hören, Krok. Und natürlich alles gut. Also, alles Gute, gute Besserung. Dass es schnell Genesung gibt. Oha, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, das zu lesen. Shit. Das ist jetzt die ganze Zeit ein.
Ja, er setzt wirklich die ganze Zeit ein. Wegen Sumpex? Oh, okay, ich muss so try. Wow, okay, close. In der Umgebung von Kraftwerken kann man sie sehr häufig antreffen. Da sie sich von Elektrizität ernähren, können sie Stromausfälle in Städten verursachen. Ah, okay, cooles Pokémon. Nugget. Und hier ist der Meisterball. Und hier wäre noch ein Elektroball. Da speichere ich mal. You get destroyed! Ja, Mann. Wenn man es dann nicht braucht. Hatte einen Unfall. Oha. Oh shit, ey. Dann wirklich alles Gute, Krog. Es tut mir so leid zu hören. Das ist wirklich... Das eben eine einfach gute Genesung und das auch nicht allzu lange dauert, dass du schnell wieder irgendwie auf den Beinen bist, aus dem Krankenhaus gehen kannst. Das ist übelst leid. Danke, kein Problem. Ich hoffe, ich kann dich jetzt ein bisschen, wenn schon, ein bisschen unterhalten, ein bisschen ablenken von dem Ganzen. Aber Alter, shit. Es schmerzt einem dann auch immer, also wenn man Empathie hat, schmerzt es einem immer, wenn man so Sachen mitbekommt. Weil wenn ich auch in der Lage wäre, es... Wenn du das Geheimnis unseres Versteckes erfahren willst, musst du mich besiegen. What? Hey, du da! Was ist cooler, die Uniform von Team Aqua oder die von Team Aqua? Die von Team Sky einfach. So. Ja? Ja, okay, gut. War unnötig zu überlegen. So dumm manchmal. Oh, Kanimana. Ist ein Unlicht-Pokémon. Ich kann anscheinend nicht gewinnen. Ich habe ganz cool verloren. What? Das Geheimnis unseres Verstecks? Nun sagen wir mal so: Am Ende befindet sich ein U-Boot. Aber im Moment. Was? Was labert der? Das ja U-Boot stimmt, aber im Moment, was? Ich bin müde vom Warten. Du schuldest mir einen Kampf. Okay, let's go. Weg mit Lehmbrühe. Also ich mag das Team Aqua Versteck. Boss, reicht das aus? Warum reden die noch mit uns? Weil ihr Versteck dauert nicht so lange. Nie. Okay, nice. Nestball, wow. Sehr krass. Ist auch nicht ein großes Versteck. Es ist einfach verwirrend wegen den ganzen Teleportern. Tankbefüllung. Okay, Proviant. Okay. Nichts anderes mehr zu tun, als eine Nervensäge aus dem Weg zu räumen. Noch nicht, okay. Lehmbrühe, let's go. Einfach alle. Meine Niederlage war geplant. Ich sollte dich eh nur aufhalten. Ja, okay, krass. Ist aber auch schade, wenn man so einen Befehl bekommt von ganz oben. Teleporter, der ganze Stolz des Verstecks. Du weißt gar nicht mehr, wo du gerade bist, stimmt's? Den Gegner verwehren, ermüden und dann auf ihn mit Gebrüll. Das ist der Plan. Nachdem ich Team Aqua beigetreten war, musste ich erstmal lernen, wie diese Teleporter miteinander verbunden sind. Ja, okay, sie haben selber auch Probleme, wie es aussieht. Ja, Lehmbrühe und weg mit euch. So. Die Attacke ist zu gut. Was stimmt nicht mit dir, hat sie gesagt. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, über die Teleporter nachzudenken. Wow. Okay, wir sind da. Yo, Vorstand, was geht? Du hast es tatsächlich bis hierher geschafft? Da haben wir doch mal etwas unter... da haben wir dich wohl etwas unterschätzt. Aber hier geht es für dich nicht weiter. Ich bin besser als die anderen Rüpel, die dir bisher begegnet sind. Ich schinde keine Zeit heraus. Ich werde dich pulverisieren. Vorstand Wolfgang! Boom! Er hat einfach zwei Pokémon. Ey, wie wack bist du? Surfer weg. Oh. Oh,
1000 und Level 48, dankeschön. Wer? Golbert. Wolfgang. Wolfgang, bitte. Come on. Wolfgang, das war kein guter Fight. Er hat mir einfach zu viel versprochen. Für das es einfach nur scheiße war. Oh Mann, ey. Da habe ich eben auch verloren. Pah. Billige Ausreden. Während ich mit dir gespielt habe, hat sich unser Boss vorbereitet. Unser Boss ist schon unterwegs zu einer Unterwasserhöhle. Falls du ihn verfolgen willst, such doch mal die Tiefsee in der Region um Seagrass Sulp City ab. Aber ob du ihn dort auch finden wirst? Die Typen einfach. Gut, wir sind draußen. So. Und ich komme nicht raus, weil ich zu schnell beschleunige. Gut. Uns steht das Meer völlig offen. Bis auf die zwei Trainer hier noch. Let's go, Doppelfight. Ich fange an, mich beim Schwimmen zu langweilen. Wie wäre es mit deinem Kampf? Hier bin ich. Einsam gleite ich durch das weite, wunderschöne Meer. Andere Worte habe ich dafür nicht. Es ist einfach zu pathetisch. Was? Mario und Garados. Alright. Oh, es ist eingefroren. Zu gut. Ja, okay, ey. Es tut mir leid, Machel. Die Machel hätte Sumpex noch Probleme gemacht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so stark bist. Irgendwie fühle ich mich verloren. Verloren unter dem unendlichen Himmel. Jetzt ist er ein Himmelfanatiker. So. Gut. Ich gehe mal oben den Rand entlang. Hey, hast du etwa auf dem Meer die Orientierung verloren? Wenn du meine Pokémon besiegst, zeige ich dir den richtigen Weg. Ja, ging rechts einfach. So, weg mit Tentata und Tentoxa oder was auch immer kommen wird. Sumpix ist wirklich sehr gut dabei. Bin ich so froh. Ja, müssen wir jetzt nicht einsammeln. Hier ist zu. Okay, jetzt sind wir schon hier. Zum Glück kenne ich das Meer. Weil, wenn ich zurückdenke zu meiner Kindheit, hatte ich wirklich Probleme hier. Also die Orientierung zu finden und alles. Aber wir haben jetzt gerade sehr viele Trainer verpasst, finde ich. Wir sind jetzt schon hier. Wir sind eigentlich schon fast bei der nächsten Stadt. Ja, okay, hier ist der Purpur- oder Glasscherben-Sammler. Wenn du dich einfach nur im Meer treiben lässt, kommt Pokémon um zu spielen. Nicht um zu fressen, vielleicht? Ja, komm, mach dein Whirlpool. So schlecht. Vielleicht ist es ja nur eine Marotte von mir, aber ich möchte gerne, dass du mich in dein Pokénav einträgst. Okay, sehr gut. Meine Schwester ist stark. Heul bloß nicht, wenn du verlierst. Das kann ich dir auch sagen, Bro. Leben wir. Okay, Lampi ist zum Glück. Sehr gut. Willst du wieder gegen uns kämpfen? Dann machst du es uns leichter, ja? Wir haben jetzt ein Geschwisterpaar eingespeichert. What the fuck? Was? Warum die Pokémon-Level variieren zwischen Level 10 und Level 30? Das ist auch so, hä? Okay, ich glaube, wir haben alles. Weil hier, gegen sie haben wir gekämpft. Und hier unten... Ah nein, okay, wir haben hier noch ein paar. Hier unten geht's dann weiter zu Xenoroville. Du sitzt auf einem Pokémon, anstatt selbst zu schwimmen. Ich bin richtig neidisch. Dann mach einfach die Arenas, Bro. Ich werde doch nicht gegen einen dahergesurften Trainer verlieren. Die Leute
sind immer beleidigt, wenn wir daherkommen. Ich hab doch gar nichts gemacht. So. Boah, er überlebt einfach. So, Psychokinese regelt. Begrenzer. Ah, oh, muss nicht sein. Nice. Absol ist auch schon auf einem guten Stand. Okay, hier ist Seegras. Ja, okay, komm, ich geh schon hin. Wir könnten eigentlich schon die nächste Arena machen. Hey, das könnte unser Tagesziel noch sein. Dass wir eventuell das noch erreicht haben. Dann haben wir zwei Arenas gemacht. Und müssen dann nur noch eine. Oha, ist übel schnell gegangen. Okay, ey. Wir haben den größeren oberen Bereich schon fertig. Ah nein, der Trainer. Philippa haben wir auch schon. Ich taufe, genau. Ich habe tief und tauche gleichzeitig lesen wollen. Ich tauche tief hinab, um mich tief und sicher zu verstecken. Die Tiefen auszuloten ist meine Mission. What? Okay, Yannick. Sehr gut. Mach du das. Oh Mann, ey. Beimal, okay. Oh, das hat sogar gereicht. Hund Level 34er Weimar wurde nicht one-shot. Was ist jetzt hier unten? Okay, hier sind die Doppeltrainer. Aber ich hab safe noch einen Trainer verpasst. Das kam mir jetzt wirklich schnell vor. Okay, hier oben ist sie. Ich glaube, wir haben alle. Ja, easy going, ey, Arena. Wie schnell das gegangen ist. Noch einmal heilen. Rock, dein Pokémon ist auch immer noch im Computer. Ich musste umwechseln. Also ja, ich musste nicht. Aber Absol kann Zertrümmerer lernen und Zerschneider. Da konnte ich es auswechseln gegen Tickzacks. Aber der Platz ist noch offen im Team. Ich muss umwechseln. Jetzt muss ich mal schauen, wie Absol darauf klarkommt. Es wird auch ein Doppelfight. Dann mach ich. Supex ist einfach Level 48. Wir können es. Ich werde als erstes schauen, wie die Pokémon sind. Okay. Let's go. Noch speichern und dann können wir starten. Doppelfight. Go. Kämpfe hängen von der Stärke deines Geistes ab. Die mit schwachem Geist werden niemals gewinnen. Die Straßen, die du gewandert bist, das, was du erfahren hast, leg mir alles, was du gelernt hast, zu Füßen. Was? Wo bin ich hier gelandet? Boom. Ja, ist down. Ich hab die Level nicht angeschaut, scheiße. Egal. So, wieder Doppelfight. Achtung, ich lasse meinen Pokéball durch Telekinese schweben. Huhui. Manchmal fehlt es mir etwas an Balance. Ich kann sie sehen. Ich sehe deine Zukunft. Wenn du mich besiegen kannst, sage ich dir deine Zukunft voraus. Okay. Wieder nur ein Pokémon. Jetzt langsam wird es ein bisschen nervig. Nur eins? Auf beiden Seiten? Schon wieder nur sehr eingesetzt. Wo will wahrscheinlich sehr hingehen? Wahrscheinlich auf Supex einfach. So. Let's go. Zeig mir, ob du Talent hast. Hohoho. Du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde dir zeigen, wie zäh Psycho-Pokémon sind. Kämpfen gegen den Weihnachtsmann. Warten. Jungs, es ist eine Verarschung.
wirklich die lowsten aller low. What the? So. Machen wir hier schön schnell einen Doppelfight. Sehr gut. Solltest du gegen mich verlieren, darfst du dir das nicht so zu Herzen nehmen. Du bist nicht zu schwach, ich bin nur zu stark für dich. Auch wenn ich dabei mein Leben aufs Spiel setze, ich werde den Kampf gewinnen. Was? No, bitte nicht Leben aufs Spiel setzen. Da kommt Medita. Ah, das Medita einfach, that face. So. Wow. Wow, ich habe zu viel gesagt. Medita ist böse geworden. Shit. Ganz ruhig, Medita. Okay, hier. Oh, hier muss ich wieder herumbewegen. Wir kommen aber noch nicht dort durch. Das ist halt ein bisschen dumm. Wir können eigentlich wirklich die ganze Zeit Doppelfights machen. Das ist nice. Ich werde dir eine wunderbar schreckliche und gruselige Zeit bereiten. Okay. Wow, schmeckt die Superkraft meines Pokémon. Jochen. Okay, das ist wohin genau. Es ist einfach wohin genau. So schlecht. Oh nein. Ich hasse dich so sehr, wohin genau. Ich hasse dich. Ich hasse ihn so sehr. Ah, Mann! Ich erkennt immer so ein Pack so auf diese Art. Gut, ich glaube, ich sollte eine unschlagbare Pokémon-Kraft entwickeln. Besser als wohin genau. Ah, Mann, ey. Oh, wir haben nur noch 13 belebt. Das war, ich habe nur 10 gekauft. So. Let's go. Das sollte eigentlich der letzte Fight sein. Vielleicht kommt noch einer, aber das sollte wirklich der letzte sein. Ich mag meine beste Zeit gesehen haben, aber ich lasse mich von dir nicht bevormunden. Du wirst den Weg nicht zu Ende gehen. Nicht, wenn ich mich dir in den Weg stellen kann. Oh Mann, einfach wieder gutes Deutsch. Okay, Girafarik und Natu. Oh, es war ein Volltreffer. Oh, es war ein Doppel... Oh, yo. Es war einfach ein Double-Volltreffer. Easy going, Leute. So. Das ist halt der Weg, den man als erstes dann gehen muss. Okay, ich glaube, es waren trotzdem alle. Sehr nice. Wenn jetzt noch die Arena kommt, also die Arena-Leiter, dann ja, kann es wirklich möglich sein, dass wir wirklich gar kein Hindernis mehr haben. Ich bin mal gespannt. Ah, ich muss trotzdem wieder anschalten gehen. So. Hier genau das gleiche. Das ist doch unglaublich. Ja. Das ist nicht so gut gelöst hier. Okay, und jetzt kommen wir direkt zur Arena. Leiter. Also sind zwei. Let's go! Bist du überrascht? Hihihi, bist du überrascht? Also es war wahrscheinlich gleichzeitig, dass es hier zwei Arena-Leiter gibt. Ja, ist gleichzeitig. Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese doppelte Stärke, kannst du sie besiegen?
Okay, das ist dann schon eigentlich ein krasser Vorteil, wenn man so Real Life überlegt. Sie können einfach miteinander kommunizieren, ohne was zu sagen. Okay, Lepumentas und Xatus, sehr gut. Absol ist Level 40 noch, krass. Komm schon, ja Mann. Okay, jetzt ist Absol nur noch Support, sehr gut. Jetzt ist nur noch Luna, Stein und Sonnenfeld, sehr gute Kombo. Ja Mann, ey, das könnte gut kommen. Ey, ist es wirklich ein First Try? Oh, Solarstrahl. Jetzt muss ich. Das ist halt ein Risiko. Sie haben Lichtschild eingesetzt, also es könnte Spezialverteidigung angehoben werden. Oder angehoben geworden sein. Ich kann wieder kein Deutsch. Wir müssen Sonnenfeld killen. Ja, okay, gut, Sack gereicht. Noch bis. Ah, Seher, nein, egal. Kein Seher. Boom! In your face, einfach. Kein einziges Pokémon ist besiegt worden. Ja, Mann. GG einfach. Was? Unsere Kombination wurde auseinandergerissen. So sieht's aus. Du hast gewonnen. Da überreichen wir dir dies. Oh, danke, Manni. Und den Mentalorden. Hey, das war easy going, Leute. Das war richtig nice. Der Mentalorden erhöht den Spezialangriff und die Spezialverteidigung von Pokémon. Du kannst damit die VM-Taucher außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist ebenfalls für dich. TM04 ist Gedankengut, glaube ich. Dies erhöht den Spezialangriff erhöht die Spezialverteidigung. Eine Attacke, die perfekt für Psycho-Pokémon ist. Und wir haben sie im Pokénuff. So. Gut. Easy nice. Easy nice. Oh scheiße. So. Ich glaube, Treu ist noch nicht hier. Ich glaube, wir müssen als erst nach oben gehen. Ja. Die geben auch nie auf. Geht es dir gut, Maike? Mir geht es fantastisch. Ich habe mir sagen lassen, dass die Arenaleiter von Moosbach sehr stark sein sollen. Davon musste ich mich einfach selbst überzeugen. Aber in dieser Stadt geht irgendetwas Merkwürdiges vor. Die Leute reden über einen Brief mit einer Warnung und dem Raumfahrtzentrum. Aber ich glaube nicht, dass mich das etwas angeht. What? Was ist mit ihm? Alle Lebewesen brauchen das Meer, um leben zu können, auch wenn sie an Land leben. Am Ende ihrer Reise wird aus den Lebewesen Erde und sie kehren zurück zum Land. Und das Meer steht immer in Verbindung zum Land. Genau wie dieses Ufer hier. Okay, plötzlich so Philosoph. Netzball, wow. Hier? Meine kleine Schwester tauscht immer Briefe mit ihrem Freund in Baumhausen City aus. Ich beneide sie kein bisschen darum, Auch wenn ich meinen Freund in Baumhausen City nicht sehen kann, meine Pokémon bringt die Briefe immer, ja. Warum lese ich so einen unnötigen Text vor? Hier hat's kein Item. Hallo. Hallo. Dieser Felsen hat eine ganz besondere Bedeutung für das Raumfahrtzentrum. Sie haben ihn hier hingesetzt als Glücksbringer für den sicheren Flug der Raketen. Wenn du dir etwas wünschst, was machst du dann? Sternschnuppen beobachten? Ich benutze ein Wunschkärtchen, genau das mache ich. Ein weißer Felsen. Krass. Hier hat's noch Neuse. Hey du da, Trainer, eine Superangel ist wirklich super. Man kann sagen, was man will, aber mit diesem Baby kann man Pokémon vom Meeresboden wegfangen. Na,
Du würdest doch zu gerne auch so eine Angel haben, oder? Ja. Sicher, sicher. Schließlich ist eine super Angel super. GW, ey, vielen, vielen Dank, Grog. Ich hab's zu spät gesehen, tut mir leid. Aber danke vielmals. Stehst du am Wasser, dann wirf die Angel aus und schau, was anbeißt. Krass, eine Angel auswerfen? Was, hätte ich nicht gedacht. Eine Reise auf ein Schiff ist toll, aber das Meer auf einem Pokémon zu überqueren, das Surfer einsetzt, das ist wirklich eine aufregende Sache. Meinst du das? Meinst du nicht auch, Kindchen? Wie sehen wir, ob wir Sachen sagen? Wie angekündigt, wollen wir den Raketentreibstoff haben. Hä? Let's go. Ja, einfach reinstrahlen. Easy going, weg da. So schlecht. Ja, hier hätten wir sogar Surfer. Okay. Wir waren dich offen und ehrlich. Wir sind nicht hinterhältig. Ja, genau. Und wir setzen kein Zoompacks ein. So. Wir sind hinter dem Raketentreibstoff her, welcher im Raumfahrtzentrum gelagert wird. Okay. Sie wollen einfach den Raketentreibstoff in den Vulkan reinwerfen. So dumm. Denke ich auch jedes Mal. Aufs Neue, wenn wir hier hinkommen. Ah, jetzt kommen drei. Unser Boss hat mich angewiesen, absolut niemanden durchzulassen. Okay, komm. Surfer. Das sollte alles geklärt. Ja, das ist wirklich geklärt. Hat er drei Magneten? Jetzt kommt noch ein Karma. Dankeschön. Oh nein, eine Falle. Was ist los mit dir? Wir sind drei und trotzdem willst du gegen uns antreten? Ja. Du bist ein rücksichtsloses Etwas, oder? Okay, ich fange an. Weg da. Sei nicht zu erleichtert, jetzt komme ich. Hat er zwei Zubats? Wow, er hat einen Magnein. Krass. Krass unnötig so. Ich wette, du sehnst dich nach einer Pause, aber die gönne ich dir nicht. Ich könnte so noch 100 Trainer weitermachen. Ja, okay, dafür reichen die APs nicht. Aber wir haben noch 5 andere Pokémon, die stark sind. Okay, gut. Wenn jetzt alle das begriffen haben, wie stark das wir sind, gehen wir mal weiter. Ja, wir helfen dir. Team Magma, was wollt ihr mit dem Raketentreibstoff? Da du so wissbegierig bist, werden wir dich aufklären. Wir wollen den Treibstoff über dem Schlottberg abwerfen. Nun, wo Groudon weg ist, hat dieser Berg keinen Nutzen mehr für uns. Daher werden wir den Vulkan mit Hilfe des Treibstoffes zum Ausbruch bringen. Das wird wild. What the hell? What the? Genau das meine ich. Die sind einfach dumm. Geh aus dem Weg. Du wagst es, uns aufhalten zu wollen? Wir haben einen weiten Weg hinter uns, um an den Treibstoff zu kommen. Wir lassen uns davon nicht abbringen. Stören Friede lassen wir nicht zu. Hä? Michael? Ah, jetzt ist anderer Text. Ah, okay, zweimal anklicken. Danke, du hilfst mir? Dann lass uns als Team kämpfen. Bist du bereit? Ah, wir müssen eintragen. Let's go. Ja, ich will sie eh kaputt machen. Schon jetzt ist sie easy. Einfach Surfer, go. Nein, zweimal knallen gegen Metan. Es tut mir ein bisschen leid, weil beide sind Unlicht und seine Attacken. Außer wenn er jetzt Stahl. Okay. Fuck, jetzt. Ist noch so ein Pex verwirrt, ist das dein Ernst? Komm schon. Ja, ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Nein, er ist wieder verwirrt. Ah. Ist das für ein Feind? Ja, Mann! Und Kamerup ist weg. Gut. Nur noch Mark hat seine Pokémon. Also eins. Anna ist nicht mal Mark, das ist nur der Rüpel.
Mark hat schon alle Pokémon verloren. Ich wollte doch nur die Landmassen vergrößern. Ich stehe auf der Seite vom Boss. Ja. Okay. Wir konnten den Vulkan nicht zum Ausbruch bringen. Wir konnten Groudon nicht kontrollieren. Ist unser Plan, die Landmassen zu vergrößern, vielleicht doch falsch? Wenn wir Team Magma uns geirrt haben, dann liegt Team Aqua mit seinem Plan, das Meer auszuweiten, vielleicht genauso falsch. Ja. Gut, wir werden den Treibstoff hier lassen. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Puh, war das nervenzerreißend. Danke, Maike. Ich habe etwas, das ich dir als Dankeschön für deine Hilfe geben möchte. Komm, mich bitte besuchen. Ach so, ich lebe nicht in Metaross City. Ich lebe hier auf dieser Insel. Alright. Schon dahin. Manchmal einfach die Probleme mit Beschleunigen. Schon alleine das. Maike! Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kalt die Räume hier sind. Oh, hier, nimm diese VM. Sie enthält Taucher. Ich habe das Pokémon schon beigebracht. Okay, VM 08. Ah, nice. Packt VM 08 in die VM-Tasche. Wenn du Surfer einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein und du kannst hinabtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauchen möchtest, setze ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Ja. Wir sind so schnell hier fertig geworden. Wir sind vorhin erst angekommen und jetzt sind wir schon fertig. Das ist unglaublich. Wir machen jetzt hier noch den oberen Teil fertig. So. Ich glaube, ich sollte mal Schutz kaufen. Ja. Ich glaube, ich kaufe Schutz. Es wird langsam wirklich nervig. So. Probleme. Oh, es hat einen Tauchball. Kaufe ich auch noch ein paar ein, hä? Boah, 10.000? Ja, okay, Hyperbälle kosten ein bisschen mehr. Okay, Hypertränke, 20 Stück. Hypereile auch. Ich habe B gedrückt, fuck. So. Und Topschutz. Ich glaube, 40 sind anfangs mal. Oh Mann, einfach komplett übertreiben mit. Wahrscheinlich müssen wir keine Topschutz mehr kaufen. Hä? Wo ist Topschutz? Ist sowas? Hä? Habe ich B gedrückt? Warte kurz. Oh, ich habe B gedrückt. Ich dachte schon. Nein, wir kaufen 40. Oder 30. Kommt 30. Wir haben zu viel Inventar. Ich hasse es. Weg. Belastend einfach. Top-Tank können wir behalten. Zwei Nuggets. Okay, gut, wir haben das Geld eigentlich wieder so gut wie drin. So, und jetzt. Das ist so schlecht. Oh Mann, ey. Wir kommen nie vom Fleck.
So, jetzt haben wir es. Jetzt werden wir auch nicht gestört, wenn wir übers Wasser gleiten. Hat sie keinen? Wann nur dort, Trainer? Ah, hier hat's einer. Hey du, schau dir mein süßes Pokémon an. Oh, ich hätte noch Pokémon Center gehen sollen, egal. Okay, sonst ist nichts mehr. Ah, die Trainerin hier. Das Schwimmen hat mich ermüdet, willst du mit mir kämpfen? Kämpfen ist halt weniger anstrengend. Es hat überlebt? How dare you? Nein! Hey, hast du hier den Müll ins Meer geschmissen? Wow! What? Okay, warte mal. Level 50. Wir haben es wirklich noch erreicht. Warum befindet sich ein Vogelfänger wie ich auf dem Meer? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ja, als Flug-Pokémon-Trainer kommt man ja eigentlich überall hin. So. Sehr nice. Das habe ich noch gesehen. Das würde ich gerne schnell an mich nehmen. Dann irgendwie Tausch mit Guards. Und wir geben Voltenzo geben wir den Epiteiler. So, wieder speichern. Riesenperle, okay. Scheiße, ich wollte gar nicht. Also hier scheint es so gut wie ja fertig zu sein. Was willst du gegen meinen Wasser-Pokémon ankommen? Wie willst du? Ah, ich kann heute nicht lesen. Es tut mir so leid. Gudrun. Okay, Gudrun. Scheiße. Also auch zweimal daneben. Schlecht einfach. Verloren. Hier kommt man ins Gebiet rein. Ahoi, ich bin ein raubbeiniger Matrose. Ich habe die Weltmeere umsegelt. Krass. So, mach voll als nächstes. Wascho. Ist naheliegend. Okay. Trag mich in dein Pokénav ein und ich verrate dir etwas. Okay, was erzählst du mir? Die Flut kommt und geht in der Küstenhöhle. Wusstest du eigentlich, dass zwischen Flut und Ebbe immer 6 Stunden liegen? Also dann immer 2... Oh, ich muss wieder denken. Dann Hälfte vom Tag ist Ebbe, Hälfte vom Tag ist Flut. Ich habe dich kommen hören und hier auf dich gewartet. Was? Stalker-mäßig. Prozent zu 32. Okay, hier ist schon die größere Höhle. Sonst nichts mehr? Pscha. Pscha. Oh mein Gott. Sonst nichts einfach. Oh no. So. So, kannst du mir verraten, was wir hier draußen überhaupt wollen? Gute Frage. Nächste Frage. Ja, okay. Hoffentlich ist Ebbe. So, gehen wir wirklich zur Küstenhöhle? Dann werden wir ganz nass. Ich hoffe, es ist Ebbe. Dann haben wir jetzt gerade mehr Chancen für was Besseres. Es ist gut. Fuck. Da können wir nicht viel machen. Wir können Küstenschalen holen. Hast du vor, tiefer hineinzugehen? Würdest du mir bitte Küstensalz und Küstenschalen mitbringen? Ich kann dir daraus etwas Wunderbares anfertigen. Das ist wirklich was sehr Praktisches.
da ist ein Item. Ja, okay, wir können. Also morgen wird wahrscheinlich kein Stream kommen. Aber übermorgen. Und dann schauen wir dann, dass wir irgendwie an einem anderen Zeitpunkt hier sind. Weil es kann jetzt sein. Es kann gut sein, dass es immer bis 18 Uhr geht. Ja. Ja, ja, okay. Dass wir bis 18 Uhr Ebbe haben. Und jetzt halt die Flut ist, weil es ist 18.47 Uhr. Okay, Küstenschal. Weil hier gibt es Eis-Pokémon. Das ist wirklich der einzigste Bereich, wo man Eis-Pokémon findet. Aber nur bei Ebbe. Weil es hat ganz unten am Meeresboden, sage ich jetzt, oder Höhlenboden, hat es dann einen Eingang. Okay, wir bekommen so viel Küstenschalenzeug. Ich glaube, das ist dann auch ein Spot eigentlich gewesen, um Geld farmen zu können. Hä? Ah. Riesenperle? Okay. Warum nicht? Weil Schnäppke konnte man nur so fangen. Sonderbauern, sehr nice. Ah ja, okay, unsere Reise ist schon vorbei. Gut. Ja, dann schauen wir, wie es morgen hier wird. Leute, dann würde ich sagen, das wäre es mal für heute gewesen. Vielen, vielen Dank an alle, die heute vorbeigekommen sind, bisschen gechattet haben, bisschen gelurkt haben. Vor allem an dir, Kok. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ich wünsche dir immer noch alles Gute, gute Besserung und ja, ich hoffe, du kommst schnell auf die Beine nach deinem Unfall. Hab mich jedenfalls gefreut, dass du trotzdem vorbeigekommen bist und alles. Und ich hoffe, man sieht sich in den nächsten Tagen dann, beim nächsten Stream vielleicht. Und ja, Leute, ich wünsche euch allen, wirklich allen, ja, noch einen schönen restlichen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wenn ihr es wieder auf YouTube anschaut. Ich wäre auch jeden Tag frühestens um 4 Uhr nachmittags hier live auf Twitch. Falls ich aber irgendwie Verspätung habe oder der Stream ausfallen würde, würde ich euch das immer mitteilen auf meinem Instagram-Account. Den hätte ich auch überall verlinkt. Also unten in der Videobeschreibung oder halt im Infobereich bei Twitch. Gut, Leute, es war wirklich nice. Auch heute ein bisschen ruhiger Stream. Tut mir leid, dass ich paar Mal so ein kurz schnell pausieren musste. Konnte halt gerade nicht anders, weil ich antworten musste. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Gut, Leute, macht's gut. Peace out und bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Bye, Leute, bis morgen. Bye. Oder bis zum nächsten Mal. Macht ihr Gewohnheit einfach. Oh, es ist. Mein Outro-Screen ist immer noch zu. Komplett kaputt. Ja, nicht beachten. Danke fürs Zuschauen. Und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. So schlecht. Leute, bye bye.